Willkommen, liebe Freunde, zu Freitalk, Ihre Wochenendsendung rund um die Modellbahn. Heute aus unserem X-Train 24 Fernsehgarten. Heute habe ich mir einen ganz besonderen Gast eingeladen, wobei das nicht ganz stimmt. Er ist ja eigentlich schon in Berlin. Neben mir, die Insider werden es erkannt haben, sitzt Tobias Lemke. Und er wird mit mir heute in einer lockeren Runde mal so ganz kurz besprechen, was es Neues gibt und welche Aussichten wir noch so haben mit der Firma Lemke. Richtig. Hallo Tobias, willkommen in Berlin. Ja, hallo Frank, danke schön. Eben noch mitten in der Stadt, in der City. Jetzt hier im Modellbahngarten, außerhalb. Und ja, das Wetter ist mit uns. Ja, das Wetter ist mit uns. Also bin ich auch lieber hier als mitten in der Stadt. Ja. Wobei ich bin ja gerne in Berlin. Verrückte Stadt, gefällt mir sehr gut. Ja. Mache ich immer gerne mit. Ja, das glaube ich dir gerne und aufs Wort. Ja. Lieber Tobias, was gibt es denn Neues zu berichten? Gibt es was Neues? Es gibt einiges Neues. Wir haben nach etwas längerer Zeit des Wartens, darf man sich jetzt auf die E63 von Hobbytrain freuen. Die E-Lok. Ich habe jetzt mal zwei mitgebracht, die sieht man hier im Bild. Einmal die beiden DB-Varianten. Epoche 3 und Epoche 4, die DRG, die habe ich jetzt mal nicht mitgebracht. Das ist die blau-graue, auch wunderschön, Epoche 2. Mhm. Sind seit 2 Tagen in der Auslieferung, also dürften die jetzt auch langsam im Fachhandel verfügbar sein. Und wie ich eben auch schon gehört habe, werden die auch schon wieder stark nachbestellt. Das heißt, die kommen gut an, aber nach der langen Wartezeit sind wir auch froh, dass wir das endlich durchhaben, das Thema. Ja, sie hat ja auch einen Spitznamen, das Bügeleisen. Warum auch immer. Aber weil es so aussieht. Ja, hat aber, was ein Bügeleisen nicht hat, zum Beispiel einen Glockenankermotor und eine Next 18 Schnittstelle. Zum Beispiel. Die gibt es ja auch dann in verschiedenen Ausführungen, denke ich mal, analog wie digital. Wir bieten die analog an. Ja. Man kann die umbauen lassen, digital. Es ist halt, man muss wissen, es ist sehr wenig Platz da, weil das Modell halt relativ klein ist, haben wir wenig Platz für den Decoder. Den kleinstmöglichen Decoder, ESO, CIMO, was auch immer Sie zu Hause verwenden, kann man dort einbauen lassen, ist nicht ganz einfach, sollte ein Fachmann machen. Diese Lokomotive und wie auch die dahinter stehenden Kesselwagen sind aus dem, du hattest das ja damals bei der Neuheitenforschung gesagt, es gibt jetzt Jahreszeitenkataloge. Richtig. Und die ist aus dem Frühjahrskatalog. Genau, richtig. Und zwar diese Jahreszeitenprospekte, 4 Jahreszeiten gibt es ja, deswegen gibt es auch 4 Prospekte im Jahr. Wir haben jetzt das Frühjahr haben wir jetzt abgehakt. Das heißt, wir stehen kurz vor dem Sommer. Mhm. Aktuell haben wir ihn schon. Ja, ist ja auch wunderschön. Also, ne? Und wir sind mitten in der Vorbereitung für den Sommerprospekt, der jetzt bald rauskommt. Wir werden auch gleich noch einen kleinen Blick reinwerfen, was so kommt. Und klar, kommt dann im Herbst kommt dann die nächste Ausgabe und im Winter natürlich dann die letzte Ausgabe für das Jahr und dann beginnt natürlich im nächsten Jahr wieder die Neuheiten 23. Aber wir teilen das halt in diese 4 Jahreszeiten aus, um aktueller zu sein und um nicht einen großen Gesamtkatalog zu haben, der nach einem halben Jahr im Müll landet oder obsolet ist. Ja. Ist so. Tatsächlich. Ja, ja. Es ist eine pfiffige Idee, habe ich dir ja schon im Januar gesagt, dass das also wirklich. Ja, wir haben es in erster Linie, ich war ja jetzt in Berlin unterwegs, Kunden besucht und es kam immer wieder das Thema auf, auch von Endverbrauchern, die das so gut finden, dass wir hinten im hinteren Bereich eine bebilderte Auflistung unserer Lagerware haben, weil man kann tolle Listen, tolle Beschreibungen, tolle Sachen rumgeben, aber wenn man kein Bild dazu hat, dann wird es schwierig. Und die Prospekte sind ja eben für den Endverbraucher in erster Linie gedacht, damit man mit dem Prospekt nachher zum Händler geht und sagt, die Lok, den Wagen, das möchte ich haben, genau. Das gefällt mir. Bitte einmal ankreuzen und bestellen. So ist es gedacht und das nehmen unsere Endverbraucher ja auch zum Glück wahr. Kommen wir nochmal zu den Kesselwagen. Ja. Die sind ja, wenn ja, als Zweier-Set angeboten. Richtig. Hast du schon einen Plan, wie viele Kesselwagen-Varianten da zu haben sind?
Unendlich viele. Unendlich alle, die viele. Man haben möchte. Alle, die man haben möchte. Es gibt so viele Varianten. Es sind ja schon recht viele gekommen, habe ich ja gesehen. Ja. Und sind noch weitere geplant. Es sind noch weitere geplant. Also wir werden uns da natürlich an den Originalvorbildern halten. Genau. Aber ich sag mal, ich weiß jetzt nicht genau, welche Varianten da noch in Planung sind. Mhm. Aber es wird auf jeden Fall die gängigen geben, immer die klassischen. Aber wir werden vielleicht auch ein paar Exoten machen. Das müssen wir mal schauen, wie die Nachfrage nachher genau ist. Aber aktuell läuft es richtig gut. Dann haben wir noch im Bild zu sehen die beiden Vectrons. Ihr seid ja wohl Vectron-Spezialist geworden, habe ich so den Eindruck. Absolut, wir waren der Erste. Laude, wer damit nichts anzufangen weiß, liebe Freunde, Laude ist ein polnisches Logistikunternehmen, die auf der Straße, zur Schiene und zu Wasser Marktführer werden wollen. Ich habe mich mal schlau gemacht auf deren Webseite. Und sie bieten da ihre Dienste an. Diese Laude-Maschinen zum Beispiel sind sehr viel in Nordrhein-Westfalen unterwegs, habe ich gesehen. Da weißt du mehr als ich. Ja. Aber ich werde mal darauf achten, weil das pinke Design, das ist schon sehr auffällig und ist nicht jedermanns Sache. Aber je häufiger ich mir diese Lok angucke, desto cooler finde ich die eigentlich. Ist nicht schlecht, weil bei den Containern zum Beispiel haben sie auch ganz lustige Farben. Die Container sind pechschwarz und haben das Laude in Pink draufstehen, also ein absoluter Hingucker. Das kann ich mir richtig gut vorstellen. Ja, das passt schon. Das Vielleicht Ding. Machen wir das als nächstes. Ja. So, die zweite Lok war dann der LTE Rupp, glaube ich, so heißen die, ne? Ja. Diese Logistik Rupp mit einer wunderschönen Bedruckung und mit einem lateinischen Spruch. Genau, Moveo ergo sum, da haben wir, glaube ich, auch in Ich fahre, in also der, bin ich. Ich fahre, also bin ich, finde ich auch passend. Auch der Digitaldruck obendrauf, also auf den Seiten, der ist sehr filigran, sehr schön geworden und ist auch eine farblich toll abgestimmte Lok, die auf jede Anlage passt. Und zu jeder sowieso schon vorhandenen Vectron-Sammlung, weil designtechnisch sind da ja keine Grenzen gesetzt und es gibt immer wieder neue schöne Loks, die produziert werden, die wir natürlich auch dann auswählen und auch machen. Also diese Amsel hier oben ist richtig fleißig mit dem Switcher. Ja, die unterstützt uns von hinten. Ja, muss auch sein, deswegen sind wir ja heute im Fernsehgarten sozusagen. Ja, also die Vectrons sind ja mittlerweile auch die Stars auf den Schienen, denke ich mal. Also die gibt es ja wirklich in vielen, vielen Varianten. Das ist eine davon und ich denke, da werden noch viele bei euch folgen. Definitiv. Wir haben ja klassischen Vectron haben wir ja da noch die Dual Mode, die eben sowohl elektrisch als auch Diesel kann und die reine Diesel Vectron, die halt optisch sich eben unterscheiden mit Pantograph, ohne Pantograph oder eben beides und die Mischung macht's. Ja, weil in der Regel ist es so, dass nicht nur eine oder die andere gefahren wird, sondern auf Anlagen treffen wir häufig alle drei Varianten vor. Und alle haben natürlich eigene Designs und prägen einfach das Bild, nicht nur auf der Anlage, sondern auch im Original. Im Frühjahrskatalog, liebe Freunde, habe ich ja auch entdeckt, beziehungsweise wir hatten ja auch im Januar im Studio drüber gesprochen, über diese Autotransportwagen. Da war eine Frage, ob es auch die Deutsche Reichsbahn-Varianten denn kommen und wann die kommen. Die konnten wir entsprechend beantworten, indem wir gesagt haben, sie werden kommen. Ja. Aber ich habe noch keinen genauen Termin. Also wir gehen davon aus, dass wir zum Ende des Jahres mit ziemlicher Sicherheit sagen können, wann die kommt. Genau. Also es wird entweder, wenn es gut läuft, vor Weihnachten, ansonsten Anfang nächsten Jahres. Mhm. Aber wir laufen auf Hochtouren und passen uns den Möglichkeiten an, die aktuell bestehen. Das ist ja eigentlich auch immer das Top-Thema und das aktuelle Thema, worüber gleich mal ganz kurz sprechen werden. Und zwar, das waren jetzt so im großen Ganzen ein kleiner Querschnitt der Frühjahrsneuheiten und kommt ja dann irgendwann nach dem Jahreszeitenkatalog der Sommer. Ist da noch was Besonderes zu erwarten für die Modellbahnfreundin Spur N? Wir werden jetzt keine Formneuheiten im Sommer ankündigen. Das geht eher dann, also es bleibt dann dem Neuheitenkatalog überlassen oder eben einem Frühjahrskatalog. Das muss man mal schauen. Wobei Herbstneuheiten haben wir auch mal was gebracht. Das kann ich noch nicht genau sagen. Soweit sind wir in der Planung noch nicht. Wir werden aber eine neue neues Vectron-Design ankündigen in dem Sommerprospekt. Und da geht es ins Ruhrgebiet. Und das wird absolut
Also von den Designs her, ich mag ja diese SBB-Designs, die liebe ich wirklich sehr. Und das muss man sich anschauen, im Ruhrgebiet Design, diese neue Vectron, die nennt sich Ruhrpiercer. Das wird ein tolles Modell, da freue ich mich auch drauf. Mehr wollen wir da mal nicht verraten, wir sind alle ganz gespannt. Ich glaube, das wird schon wieder ein kleiner Hingucker werden. Definitiv, ja. Definitiv. Ja, dann noch ein paar Worte zur allgemeinen Liefersituation in der Modellbahn. Das wird ja bei euch auch nicht ganz spurlos vorübergehen, glaube ich. Es ist schwierig. Wie schätzt du das ein? Könnt ihr einigermaßen das, was ihr in den Katalogen anbietet für dieses Jahr, auch einigermaßen halten? Wir haben schon, ja, wir versuchen immer zu vermeiden, konkrete Liefertermine dem Handel auszugeben, weil es im Moment sehr schwierig ist, das einzuhalten. Mhm. Und natürlich will man die Endverbraucher und die Händler nicht verärgern, indem man sagt, kommt nächste Woche, kommt aber erst dann ein Jahr später. Das ist immer ärgerlich. Mhm. Fakt ist, und da geht es ja der ganzen Branche so, dass die Liefersituation nicht einfacher geworden ist. Eben natürlich durch die aktuell herrschenden Einflüsse weltweit haben Hersteller nun mal Verzögerungen, die wir natürlich irgendwie mittragen, ausbaden, vermitteln müssen. Das ist dann die undankbare Aufgabe. Ich muss aber sagen, dass wir in den letzten Wochen und Monaten relativ viel Ware ausliefern konnten. Mhm. Was ja für eine bestimmte Kontinuität auch steht. Also wir haben ja nicht nur unsere Eigenmarken, Hobbytrain und Minis, sondern wir haben ja auch unsere Fremdmarken, LS-Models, Jägerndorfer, Mehano. Und da konnte tatsächlich doch einiges ausgeliefert werden. Deswegen, ich sehe es nicht ganz so kritisch. Ich kann nur hoffen, dass wir jetzt nicht noch mal in so eine Situation reinschlittern, wie Anfang des letzten Jahres, wo es dann wirklich logistisch eine Katastrophe war weltweit. Das ist ja wahrscheinlich auch das Problem. In allermeisten Fällen, so wie ich das mitbekommen habe, man spricht ja auch mit vielen Herstellern, die sehen das Logistikproblem als das Schwerpunkt und eben auch teilweise das Elektronikproblem. Das heißt also Chips und so weiter. Das ist immer noch so ein Knackpunkt. Ich hatte ja vor 14 Tagen, die Zuschauer werden sich ja daran erinnern, mit Jürgen Lindner darüber gesprochen. Er denkt also, dass spätestens Mitte nächsten Jahres dann eine absolute Entspannung angesagt ist und dass das dann wieder sich ein bisschen normalisieren wird. Ich hoffe das. Ich teile diese Ansicht. Ich hoffe das auch sehr, weil letztendlich die Situation, wie sie jetzt ist, kam viel zu schnell. Also man konnte sich im Grunde nicht vorbereiten, keiner von uns. Und ich denke auch, dass man jetzt mittlerweile sich darauf eingestellt hat, dass Lieferketten wieder ein bisschen flüssiger laufen, dass Häfen eben nicht mehr komplett gesperrt werden aus gesundheitlichen oder was weiß ich für Gründen. Und das spielt ja alles eine Rolle. Aber ich denke, dass, ich sag mal, die Menschheit sich jetzt so ein bisschen in die Thematik oder in die aktuelle Situation arrangieren kann, sofern man das überhaupt so sagen kann. Aber ich teile die Ansicht, dass wir zum nächsten Jahr, Mitte nächsten Jahres hoffentlich etwas wie eine Entspannung hier erreichen werden. Das sind doch eigentlich mal ganz angenehme Worte, auch aus dem Munde eines Modellbahnherstellers, liebe Freunde und liebe Spur-N-Freunde. Das passt eigentlich schon ein bisschen in die Welt. Aber du hattest mir ja vorhin schon was verraten. Stichwort IC 2020. Richtig. Die IC 2020 Wagen. Es gibt ja so Highlight-Produkte, die wir immer wieder rauf und runter produzieren, weil sie einfach, weil das Vorbild einfach grandios schön ist und weil einfach die Nachfrage auch da ist und weil die Qualität auch einfach stimmig ist. Das sind die Railjets und das sind in dem Fall bei uns ganz klar die IC 2020 Wagen. Hier hatten wir, wie viele auch wahrscheinlich gemerkt haben, hier haben wir nur Anfang des Jahres eine Teillieferung bekommen, aus eben genannten Gründen, nicht die gesamte Lieferung. Mhm. Die zweite Charge haben wir jetzt letzte Woche bekommen, die wird gerade ausgeliefert. Das heißt, alle IC 2020 Wagen sind jetzt ausgeliefert. Wir haben aber weiterhin Rückstände und es werden auch ständig neue neue Produkte, neue IC 2020 bestellt, also die komplette
die kompletten Artikel, die wir da auch im Katalog haben. Das heißt, wir werden zum Ende des Jahres eine Neuproduktion fertig haben von allen Wagen, die wir haben. Und weil einfach die Nachfrage da ist. Ja, und das ist wirklich, ich meine, das sind schöne Wagen, absolut stimmig. Und bin auch froh, dass wir da Produkte haben, die so gut laufen, die wir auch so gut verkaufen können. Und wenn die dann eben so stark nachgefragt werden, haben wir auch die Möglichkeit, relativ schnell zu reagieren und dann eine neue Produktion zu starten. Und das ist auch mal was Positives, was man auch mal hervorheben darf. Es dauert nicht immer alles super lange. Es ist halt eine Frage, es ist immer eine Frage von, wie koordiniert man das? Wie schnell kriegt man eben so solche Informationen mit, dass ein Produkt eben so gut läuft? Und wenn eben Sachen so gut vorbestellt werden, und da möchte ich nochmal an alle Kunden appellieren, wenn man ein Produkt haben möchte, unbedingt, man darf es vorbestellen. Man muss nicht warten, bis es im Handel ist und dann 10, 20 oder 30% günstiger ist, dann ist es teilweise schon weg. Deswegen macht es durchaus Sinn, auch mal dem Hersteller die Möglichkeit zu geben, in eine Planung zu gehen mit einer Vorbestellung. Macht Sinn. Macht Sinn? Denke ich mal. Ja, dann können wir reagieren und dann können auch Sachen direkt nochmal neu produziert werden. Das ist richtig, denn die Erfahrung haben wir ja auch schon des Öfteren gemacht, wenn Lokomotiven oder Wagen, wird ja momentan sehr stark nachgefragt, eben weil die Ware relativ knapp ist. Und wenn das jetzt sozusagen ab Herbst oder ich sage mal salopp fürs Weihnachtsgeschäft sozusagen angekündigt wird, der IC 2020, liebe Freunde, also dann halten Sie sich ran. Nicht verzagen, selbst wenn beim Handel steht ausverkauft, da kommt noch was. Da kommt noch was. Im Vorbestellen geht immer. Geht immer. Geht immer. Lieber Tobias, da bedanke ich mich ganz herzlich bei dir für diese kleine Präsentation und Ausblicke, was die Firma Lemke so alles drauf hat. Wir freuen uns alle auf die Produkte, die im Laufe des Jahres noch kommen, wünschen euch viel Freude und Erfolg dabei. Und was sage ich immer unseren Zuschauern? Moveo ergo sum? Nein, das so ähnlich könnte man das sagen. Ich sage ganz einfach, das war's, liebe Freunde, der Freitalk von dieser Woche. Und wie sage ich immer? Hoch die Hände, Wochenende, ran so an die Modellbahn. Richtig, wir sind ja am Freitag, wir stimmt. Wir sind ja am Freitag. Mensch, habe ich ganz vergessen. Komm gut nach Hause. Dankeschön. Es war toll, mit dir hier ganz kurz gesprochen zu haben in unserem, das ist ja Premiere gewesen, unserem Fernsehgarten. Ja, finde ich stark. Ich komme gerne wieder. Ich bin immer gerne, wenn ich hier in der Region bin, komme ich immer wieder gerne vorbei. Ich freue mich auch schon auf unsere Neuheitenshow 2023. Und ja, freue mich immer, wenn ich hier bin. Also, komm vorbei, klingel einfach. Wenn das Wetter schön ist, machen wir beim zweiten Fernsehgarten. Definitiv. Alles klar. Das war's. Schönen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal auf gleicher Welle und Kanal. Tobias Lemke und Frank Buttig. Tschüss.